really, really. Dann machen wir halt kurz ein Level ab. Geht da nicht, wir sind Stufe 20. Vor den Toren der Hölle sozusagen. Ich werde rüstig umgehen, jawohl. So, was haben wir hier? Owner. Jetzt. Das bringt aber eigentlich mehr. Modifikator drauf noch. So. Das ist nicht schlecht, so oft wie der Wolchef mal niedergemäht wird. Aber nicht gar so oft vor, aber auch zu oft. Kein Geschmack. Drachenwesen. Der hat Stärke, bringt halt nichts mehr. Ah, man, echt jetzt ist das Schmerz einfach, wenn Int das letzte ist. Das ist halt so, das. Trotzdem mit Stärke. Wer weiß, was bringt. Kritische Treffer blind als Bonus-Talent. Wer ist dann doch bedingt? Ins Cut.
Ja, geistbeeinflussende Sachen sind hier nicht schlecht. So. Okay. Plan. Das letzte Mal gerettet haben vom sicheren Tod. Auf Ethik. Zumindest nicht minus 1. Ach, egal. Ah, weiß ja, ich bin so. Machen wir das. So. Ethik, Beweglichkeit und Wahrnehmung. Oh, wunderbar, wunderbar. Was haben wir hier noch? Diamantkörper. Immunität ist schon es. Wir nehmen natürlich, auch wenn es nicht oft vorkommt, aber immun ist halt immun, wenn man es permanent hat. Seela ist relativ leicht, habe ich gerade gesehen. So, aber da gibt es nur eigentlich eine. Stick, dass die, was das, die Weisheit in Löffeln gegessen hat, eigentlich den einzigen Entwurf geschafft hat. Also noch die alten Levels sozusagen. Soll es noch ein bisschen weiter werden. Wirklichkeit ein bisschen Überzeugung. Ja. Überraschenderweise auch. Okay, so, der Magier. Okay. Hier haben wir überall schön aufgerundet. Das ist eh nur eins, was man nehmen kann. Der andere bringt noch weniger. Alles. Annehmung. Gegenstände benutzen. Überzeugung. Jetzt sind wir viel zu niedrig. Mittlerweile schon, dass das irgendwas bringen wird. So, weiter. Aber Fokus. Elementarfokus. So, was könnte man denn noch? Beschwörung. Ein bisschen Nebel sind hier, so.
habe ich da vorher genommen. Aber wenn wir das halt wissen, wird es da ein bisschen gespart. Was haben wir hier? Magische Waffe. Okay, ist natürlich. Die magische Waffe. Die Waffe nicht in die Umgebung von Standrädern. Kreis der Klarheit. Eigentlich ist das ja noch viel besser. Das hier. Aber jetzt werde ich irgendwann. Ich. Weil halt. So. Bevor man es nämlich vergisst. Gehen wir jetzt nochmal kurz durch das Zauberbuch. Ah, da bekommt man sogar ein Level 2 nochmal. So, Pfeil der Ordnung. War das? Wie kann man das? Auf Stärke, Resistenz. Das ist ein Massenzauber. Da, alle verbündet. Hier noch auf der 8 etwas Mantel, alle Verbündeten. Auch nur was bekommen, sehr schön. Das ist echt. Das ist eigentlich schon cool. Jetzt können die anderen Polarnacht mal nehmen. Witzig. Weil es 9 Runden hält.
Naja, so, was haben wir hier? Massen, Helligkeit, Auflösung. Okay, schlecht. Okay, das hier mal so. Das See haben wir Schutz verzaubern. Körper, okay, genug dran. Ja, das ist echt, glaube ich. 9, was nehmen wir jetzt nochmal? Eigentlich. Was haben wir denn da sonst bekommen? War Level 7. I will help where I can. Whoop. Trank bis zur Genesung. Sonst noch irgendwer Schaden bekommen. So, aber jetzt. Ein imposantes Tor aus dunklem Metall, bestimmt 20 Fuß hoch. Die Flügel sind mit durch Folter verzerrten Gesichtern verziert. In einem der Flügel befindet sich ein kompliziertes Rätsel mit beweglichen Teilen und einem großen klaffenden Schlüsselloch in der Mitte. Das untersuchen oder das gleich. Der Gestank von Qual und Schrecken scheint von dem Metall selbst herzurühren. Du musst deinen Willen anstrengen, um dich dem Tor zu nähern. Okay, machen wir mal Kanon. Du brauchst nicht lange, um den stärksten Zauber zu identifizieren. Dimensionsschloss. Die Stärke nachzuschließen hat Baphomet ihn selbst gewirkt. Der Herrscher der Bestien hat sein Gefängnis mit Arkanemittel vor jedem Versuch geschützt, hinein oder hinaus zu gelangen. Bewegen
mittels Magie ist nur für jene möglich, denen Baphomet dies ausdrücklich gestattet. Es ist so. Versuchen wir hinten gehen. Ich will hier alles wissen über dieses Portal. Ich sehe es nicht ein, dass dann wieder so eine blöde 2. Also alles unter 10 wird neu geladen. Sag's gleich. Das gibt's ja doch nicht, ey. Lass ich einfach nicht gelten, hey. Ich will ja jede Story-Parts mitnehmen. Und nicht irgendwie schon wieder. Da. Arcanum, erfolgreich mit einer 10. So, nächster Versuch. Man braucht ja nur eine 2. Ah, oh, okay. Und sogar 11. Es handelt sich eindeutig nicht um Stahl, Eisen oder ein anderes Metall oder eine Legierung, die dir bekannt ist. Anschließend besteht, anscheinend besteht diese Substanz aus der Essenz des Abyss selbst, sowie aus den leidenden Seelen, die magisch damit verschmolzen wurden. Erst bei näherer Untersuchung bemerkst du die nahezu unsichtbaren Dornen, kurz und dünn wie Haarsträhnen, die das Metall dicht bedecken. An den scharfen Nadeln befinden sich Blutflecken und Hautfetzen. Als du das dunkle Metall berührst, durchläuft ein abstoßendes Vibrieren deine Finger. Für einen Augenblick scheinen die Gesichter auf dem Tor ihre Qual zu vergessen und grinsen dich höhnisch an. Deine Sicht wird unklar, du schmeckst Galle und hast das Gefühl, deine Eingeweide würden sich in verrückte Schlangen verwandeln, die in dir versuchen, einander zu erwürgen, als würde dein Innerstes in Einklang mit diesem Vibrieren erbeben. Du konzentrierst dich auf das ineinander verwobene Flüstern und hast plötzlich das Gefühl, es haben sich unter deinen Füßen ein Loch Schmerz, Wahnsinn und Leid aufgetan. Du stehst hinab, während tausende von Gesichtern von den unbeschreiblichen Schrecken in ihrem Leben und nach dem Tod berichten. Mit einer großen Willensanstrengung erhebst du dich aus diesem unheimlichen Mahlstrom. Ja, ich würde mal sagen, wir sperren einfach auf, oder? Torflügel ihm nach und die Scharniere quietschen leise und tragisch. Was ist das? Ein Einbruch? Haltet den Eindringling auf, werft seine Knochen zum geraden anderen. We won't fall here. I swear it. Wollt uns das jetzt recht dramatisch machen, dass man da jetzt nichts sieht, oder? Hallo, da. Und da gibt's Hast. Das hier drüben. Dann haben wir den hier. Zerstörer mit 30, 30, 29. Okay, da versteckt sich sicher noch mehr Kickdöns. 210 Leben, 40. Okay, dann auf den Kussen. You've crossed the wrong month. Vielleicht der nächste auch Schaden bekommen. Mm-hmm.
Begone, fiend! Okay. Okay, wir müssen sowieso lassen. The light, take you! Ja, aber wir sagen hier, so. Kapitän ist auch noch von der Stelle. Ja, das hat er nicht kommen sehen. Wie gesagt ist. Apunavitius. Du wirst von zwei aufmerksamen Augen gemustert, die in dem schmalen, hageren Gesicht unverhältnismäßig groß wirken. Regelmäßig huscht ein durchsichtiger Film darüber, so blinzeln Wangen. Die Dämonin beobachtet dich eine Weile, dann nickt sie zufrieden. Das ist also die Kreatur, die uns einen Besuch abgestattet hat. Ein schönes Exemplar für meine Sammlung. Es wird mir eine Ehre sein, den Frevler auszustopfen, der es gewagt hat, unseren Herrscher zu verwunden. Eine Grimasse der Verachtung ziert ihr kaltes Gesicht. Wie habt ihr das Tor geöffnet? Mit einem Schlüssel, den ihr bei Inga Margos Leiche gefunden habt? Ich wüsste, unser Herr hätte diesen dämlichen Elfenbeinjäger an der kurzen Leine halten sollen. Mittelmäßigkeit führt immer zur Enttäuschung. Die Marilith antwortet ruhig und betrachtet dich weiterhin mit absoluter Selbstsicherheit, als inspiziere sie Schweinelenden beim Fleischer. Ich bin die Leiterin dieses Gefängnisses, Apunavitius. Alle hier wachen. Die Gefangene sind mein Spielzeug. Und jetzt gehört ihr auch dazu. Ihr befindet euch im unentrinnbaren Kerker, dem großartigsten Gefängnis aller Zeiten. Aphomets Gefangene erleiden hier unvollstehbare Qualen und dann stoßen ihre Knochen zu den Myriaden anderen, die den früheren Insassen gehörten. Eines der Haustiere des Meisters, das sich den Titel Elfenbeinjäger verdient hat, das sorgte bisweilen für Baphomets Unterhaltung, indem es Gefangene freiließ und seine Lindwürmer auf sie hetzte. Aber mich haben diese Haustiere stets enttäuscht, weil sie so unsauber waren. Vor uns liegt ein berauschendes Spiel. Enttäuscht mich nicht zuerst, werde ich eure Haut feinsäuberlich von der Leiste bis zum Nacken aufschneiden und dann vorsichtig vom Fleisch abziehen. Wie ein eng anliegendes Kleid. Das wird einige Tage dauern, aber am Ende werdet ihr völlig nackt vor mir stehen und selbst die leichteste Brise wird euch unerträgliche Schmerzen bereiten. Als nächstes zerlege ich euren Unterleib und entnehme eure inneren Organe ganz vorsichtig und um sie nicht zu beschädigen. Meine Magie wird dafür sorgen, dass ihr nicht sterbt und wenn ihr dann leer seid, will ich euch wieder wahrscheinlich mit Goldmünzen oder Edelsteinen, ihr verdient nichts Geringeres. Anschließend ziehe ich euch eure Haut wieder an und nähe euch dem adamantenen Faden zu. Ihre Augen funkeln vor Aufregung und ihre Zunge leckt sinnlich über ihre Schwalbenlippen. Hört endlich auf, mir dreht sich schon der Magen um. Ist das hier ein Krieg oder ein Wettbewerb für abstoßende Absprachen? Schluss mit dem Unsinn, wir sollten sie einfach erledigen. Ich finde, Ansprachen wären gar nicht schlechte Methode der Kriegsführung. Statt der ganzen Kämpfe könnte man Barden gegeneinander antreten lassen. Das Wort als schärfste aller Waffen, versteht ihr? Wer den anderen am besten herabsetzt, wird zum Sieg erklärt. Und danach können alle unversehrt nach Hause gehen. Natürlich müsste es sich reimen. Dämon, lass das Heulen sein, sonst stoß ich euch mein Schwert hinein. Nur so ähnlich. Eure unruhige Zunge werde ich das Feuer hängen. Den bekäme ich selbst dann nicht, wenn ich es verfügen könnte. Leider gehört er nicht zu meinen Spielsachen, wollte ihn meiner Sammlung hinzufügen, aber unser Herr hat es nicht erlaubt. Ich musste mich damit zufrieden geben, seinen Schreien des Wahnsinns zu lauschen. Hm.
Redet nur jedes unverschämte Wort, werdet ihr mit furchtbarem Leid bezahlen. Wenn ich euch ausgestopft habe, werde ich euch am Leben halten. Stumme, bewegungslose Statue. Und nach jedem Besuch meines Meisters werde ich euch sorgsam wieder zusammennehmen, Stück für Stück, damit eure Qual niemals auch nur für einen Augenblick wird. Okay. Jetzt hat sie mich verabschiedet fürs Erste wieder. Ja, und nun? Das lassen wir doch endlich mal reingehen. So. So, was haben wir denn hier? Kurzschwerter, Brustplatte plus 3. Nichts Besonderes. Hier ein Erdspalter. Time's not waiting. They'll never see me. No reason to pause. The odds are against us. Who? Me? I like Search that. For the beauty with your heart, not your eyes. I know what you do. I'll go ahead. Was haben wir denn Schönes für die Bär hier? Klassischen Feuerball. Sind der Held der E. Hier sind wir genau nicht mehr im Armen. Gleich mal ausprobieren, wie das funktioniert hier. Okay, so. Immunitäten, Gift. Okay, gut, dass wir das nicht genommen haben. Fashion, so. Elite. Aber Klassiker. Auch wieder ging. Und, naja. Oh, okay. Schön, dass er so sehr entdeckt hat, dass uns keinen. Wieder aus dem Ding wieder draußen oder was? Sehr schräg. Ach.
Licht hier. Ja, ja, Reflexe. Ah, Terme. Es. I will bring down the divine wrath. Ach, komm schon. Da. Da ist es ja dran. Natürlich, wir kommen zu wieder. Das muss ab. Distract them from me. Haben sie entdeckt? Time to share your treasures. Endure this. Make every strike count. The Inheritor, guide my blade. Yeah. Simply business. This way. Oh. Nett. Jetzt nett. Hier kommt die Armbrust. Eternal Rose, I call upon you. Ja, gut. Unifikator. Cover me, alright? Jeff, gut. Stab you or zap you? Why not both? You've crossed the wrong mongrel. What? No glory without risk! Steps. Weapons ready. So. Spezielles bekommen 9 Reihe von Zellengittern ziehen sich bis in die Dunkelheit, als hätte dieses Gefängnis kein Ende. Vielleicht stimmt das sogar in den Reihen des Abyss, ordnen sich alles der Besitzer und sogar der Raum selbst. Okay. On the goal. Sehr schräg. Sehr, sehr schräg. Ist mit Greyboy. Kann man das eigentlich so oft machen? Auf wie? Oder wenn wir alt sind, mal zu probieren. So, haben wir eigentlich eine Region. I'm always bound. I'm your blade. My tail is restless. The world has suffered enough. Er hat keinen Sinn, okay. A trivial matter. Der dunklen Aura nachzuschließen, die den Obelisken umgibt, setzt er den Zauber tiefe Verzweiflung frei. Und nun ist diese Aura weg. Das gefällt. Ready for so. Anything. A
I know the way. Können wir hier in eine Falle setzen, eigentlich? Follow my lead. Shellen, shield me from their sight. Doubt is the heart's greatest challenge. You won't survive me. Yet another obstacle. Also nochmal überrascht worden. Ah, doch nicht. Kommt. Okay. Aber 125 Schaden merkt er auch. So, Lan ist nochmal dran. Endure this. Distract them from me. Und wie schaut's hier aus? Nice. Erste Abwehr. Stehen sie bei uns. Begone, Fiend! This will hurt. Okay, shot it. Make every strike count. Oh, it's... My friends! You've crossed the wrong mongrel. The light take you! To share your treasures. Wenn man Sachen überhaupt, muss man einfach verwenden. So. Fall. Oh, okay, das war überraschend. So. Da ist der Gegner. Okay. Und gleich wieder in den ersten Modus, in den Rundenmodus. Aber er ist immun gegen Tod. Down the divine wrath.
wo auch immer hergekommen ist, der Sand. So, Reborn, it's your turn. You're in my way. Die kann er, ist er zu Fan oder? You had your chance. Endure this. Ja gut, 44er Rüstung ist jetzt schon wieder das hart, dass man da durchkommt. Schade. Make every strike count. Okay. Menüs, was das auch immer war. Zu wieder von Sela zurückgesehen. Jetzt fehlt noch der Drache. People to save the poor helpless tieflings around the world. Starting with me. Ja, mal das hier so. Was? Alle. Okay. Oder auf der anderen Seite eigentlich. Ja. So. Schauen wir mal um. That is not far. Okay. Nun. So, abgespeichert und auf Pause einmal. Muss mal auf die Reise und schauen einmal, ob wir hier irgendwo was sehen.